Als Dorothea R. am Silvesterabend nach Hause kommt, wartet dort ihr Mörder auf sie. Man hat gerade so einen Tag doch, glaube ich, lebenslang in Erinnerung. Viele Polizisten machten sich die Mördersuche zur Lebensaufgabe. In welchem Punkt sagt man eigentlich, ich gebe jetzt auf, ich mache die Akten zu? Gar nicht. Im Grunde kam jeder als Täter in Frage. Silvester 1985. Dorothea R. kommt schon früh nach einer Silvesterparty nach Hause, hier in die Mohrenhofener Mühle. Sie möchte gerade das Licht anschalten, doch das funktioniert nicht. Im Dunkeln lauert der 38-Jährigen jemand auf und greift die Heilpraktikerin im Hausflur an. Er schlägt sie auf den Kopf, dann zerrt er sie in die Küche und erdrosselt sie mit einem Telefonkabel. Danach entkleidet er sie. Der Partner von Dorothea R. ist enttäuscht darüber, dass sie Silvesterabend nicht gemeinsam verbracht haben und darüber, dass sie sich im neuen Jahr immer noch nicht gemeldet hat. Am 3. Januar macht er sich dann auf den Weg zu ihr, um sie zur Rede zu stellen. In der Küche findet er den leblosen Körper seiner Freundin. In Panik rennt er aus der Wohnung und ruft die Polizei. Da sah ich zwei kleine Füße, die unter einer Decke vorschauten. In dem Bauch von Dorothea R. stecken Messer und eine Gabel. Ihre Strumpfhose ist um ihren rechten Arm gewickelt, ein Telefonkabel um ihren rechten Fuß. Der Mörder hat über den ganzen Körper eine Flüssigkeit geschüttet und Hühnerfutter verteilt. Das sind Dinge, Bilder, die man nie in seinem Leben vergisst. Und das kann man nicht aus der Gedankenwelt streichen. Das geht nicht. Es können Spuren gesichert werden. Ein Telefonkabel, mit dem die 38-Jährige erwürgt wurde, ein Slip, die Strumpfhose, die um ihre Fessel lag. Als die Polizei Spuren in der Mühle aufnimmt, kommt der Nachbar Otto Clemens gerade nach Hause. 37 Jahre später kann er sich immer noch ganz genau an diesen Tag erinnern. Ich bin damals von der Arbeit gekommen, für eine Ausbildung, ja, mit einem Mofa. Bin dann hier die Straße hier runtergekommen. Wir standen 6 Polizeiwagen hier, ja, auf dem Vorhof. Und jede Menge Mohren auf der Bürger standen da. Ich habe dann mal angehalten, gefragt, was ist passiert. Und sagten, hier ist ein Mord geschehen. Und Sie kannten auch die Dorothea R., oder? Sehr gut kann ich die, ja, weil die Frau war eine Heilpraktikerin. Ja. Und ich war als Kind immer hier bei ihr. Die hat einen Hund, da habe ich mitgespielt. Mhm. Sie hat immer gegrüßt, war immer lustig drauf. Ja. Also von daher, die, ja, war auch so da nett. Was war das für eine Situation im Dorf? Ja, die Situation war so im Dorf, weil man nicht wusste, wer war es, warum ist es geschehen. Das war ja alles noch offen. Die Leute waren natürlich sehr verunsichert im Dorf. Mhm. Man hat dann immer gesagt, wie kann das sein, in so einem kleinen Dorf sowas passiert und wer war es? Mhm. Wer hätte es sein können? Ne? Wir haben natürlich niemals gedacht, dass im Dorf oder einer aus dem Dorf das war. Die Polizei vermutet, dass der Täter hier aus dem Dorf kommt. Ein ganzes Dorf war quasi erstmal unter Generalverdacht. Jeder wusste, dass sie nachts selten die Tür abschloss. Sie hatte tiefes Urvertrauen, dass ihr nichts passiert. Mehr als 2000 Hinweisen folgt die Polizei. Auch der Freund des Opfers gerät in den Verdacht, doch der erhärtet sich nicht. Bei der Beerdigung von Dorothea R. ist fast das ganze Dorf da. Die Menschen wollen sich von der 38-Jährigen verabschieden. Sie war zuvorkommend und immer freundlich, sagen die Leute hier. Jeder im Dorf kannte sie. Lange Zeit passiert erstmal nichts, bis zum Jahr 2003. Fast 20 Jahre später kommt dieser Fall, wie andere Cold Cases aus Bonn, ans LKA nach Düsseldorf. Denn dort gibt es eine neue Methode zur DNA-Untersuchung. Ich habe damals das Analyseteam geleitet, um herauszufinden, an welchem Ort hat der Täter jetzt tatsächlich agiert, an welchen Körperstellen gab es Kontakt von ihm zum Opfer, um darüber eben auch noch weiterführende DNA-Untersuchungen zu empfehlen. An welchen Asservaten haben Sie noch weitere DNA-Spuren entdeckt? Wir hatten damals an den Handschuhen des Opfers, und zwar an beiden Händen, an den Fingerspitzen, Merkmale einer damals unbekannten Person gefunden. Ich bezeichne sie mal als unbekannte Person A. Und in unvollständiger Form waren sie auch feststellbar am Bund ihres Slips. Wir haben im Rahmen der Rekonstruktion festgestellt, dass der Täter offenbar in der Nacht über ein Fenster eines Behandlungszimmers eingestiegen ist, ohne Aufbruchsspuren zu hinterlassen, und der sich dann offensichtlich im Hausflur verschanzt hatte, abgewartet hat, bis das Opfer zurückkehrte in der Silvesternacht und die Glühbirne ein Stück weit herausgedreht hat. 20 Jahre nach dem Mord an einer 38-jährigen Frau in Zwisttal-Mohrenhofen bei Bonn
hat die Kriminalpolizei eine neue heiße Spur. Wir haben einen Asservatenbereich. Und aus diesem Asservatenbereich hatten wir jetzt die Möglichkeit, eine tatrelevante DNA-Spur herauszufiltern. Und so lädt die Polizei im Jahr 2005 670 Männer zu einem Massenspeichertest ein. Wir haben ja gerade schon über diesen DNA-Vergleich gesprochen. Wie sicher ist ein DNA-Vergleich? Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Kombination durch Zufall in der Bevölkerung nochmal auftritt, ist verschwindend gering. Da reden wir von 1 zu Billionen. Wie viel DNA benötigen Sie, um eine aussagekräftige Analyse zu machen? Da reichen schon außerordentlich geringe Mengen. Es gibt spezialisierte Labore, die das aus einzelnen Zellen inzwischen können. In einer Zelle sind ca. 6 Pikogramm DNA enthalten. Was ist das, eine Faser, ein Tröpfchen? Oder? Viel weniger. Können Sie nicht sehen mit dem bloßen Auge. Also das heißt auch Hautabriebspuren, das, wenn ich hier mit der Hand, würde so ausreichen, um 10 DNA-Profile zu machen. Warum wurde 1985 dann nicht einfach eine DNA-Analyse gemacht? Da war das quasi Science Fiction. Und dann gab es diese Revolution in den 90er Jahren, 1994, dass die SDRs eingeführt worden sind, wo auch dieser PCR-Schritt, diese Anreicherung drin ist. Mhm. Die es dann erst ermöglicht, aus ganz geringen Mengen DNA-Profile zu erstellen. Und so lädt die Polizei im Jahr 2005 670 Männer zu einem Massenspeicheltest ein. Man kann nur die ansprechen, ob sie einer Speichelprobenentnahme zustimmen, wenn sie bestimmte Prüfungsmerkmale, die man herausgearbeitet hat, eines Tatverdächtigen, wenn die auch auf diese Person zuweisen. Und das muss man an der Stelle sagen, das ist ein ganz großer Verdienst auch der damaligen Bonner, die die Reihenuntersuchung organisiert haben. Es ist ihnen offenbar gelungen, großes Vertrauen in die Bevölkerung hineinzubringen. Wenn der Speicheltest nicht den erhofften Erfolg bringt, müssen die Leichen möglicherweise exhumiert werden. Doch so weit kommt es erstmal nicht. Nicht alle Männer folgen der Einladung zum Speicheltest. Es war dann so, dass wir um die 600 Proben analysiert hatten und noch keine Übereinstimmung zu unserer offenen Tatortspur gefunden hatten. Und dann hieß es, es gibt noch einige Personen, die die Abgabe der Probe verweigert haben. Darunter auch Jürgen B. Er sagt der Polizei, er wolle keine Kosten verursachen. Und selbst als dann Kriminalbeamter bei ihm zu Hause in der Haustür stand und sagte, ich habe hier das Stäbchen, Sie müssen nur einmal das in den Mund stecken und dann fahre ich wieder und es kostet Sie nichts, hat er sich weiterhin geweigert. Zu diesem Zeitpunkt ist Jürgen B. 51 Jahre alt. 1985 hatte er in Mohrenhofen gelebt und war dann, kurz nach dem Mord an Dorothea R., in die Eifel gezogen. Damals war er Single, von seiner Partnerin erst kurz zuvor verlassen worden. Jürgen B. wird per richterlichem Beschluss durch die Staatsanwaltschaft zur Abgabe einer Testprobe gezwungen. Und tatsächlich, seine DNA passt zu der DNA auf den Beweismitteln, die die Polizei am Tatort sichergestellt hat. Und dann beginnt hier am Bonner Landgericht ein Indizienprozess. Das Problem, die DNA ist der einzige Hinweis, auf den sich die Staatsanwaltschaft stützen kann. Und dann kommt noch dazu, dass auf einigen Beweisstücken eine zweite DNA gefunden wurde. Es gibt auch DNA-Spuren, wenn ich das richtig verstanden habe, die nicht zugeordnet werden können. Es gibt auch solche, die zugeordnet werden können, auch solche, die in unmittelbarer Nähe des Opfers gefunden worden sind, die nicht meinem Mandanten zuzuordnen sind. Und man weiß auch, wer es war. Die zweite DNA konnte dem Partner des Opfers zugewiesen werden. Durch seine Beziehung zu Dorothea R. hat er eine Erklärung, wie seine DNA an das Opfer gekommen ist. Jürgen B. behauptet, er sei ein oder zwei Tage vor der Tatnacht als Patient bei Dorothea R. gewesen. Doch das Gericht findet heraus, mit der Behandlungsmethode, von der Jürgen B. im Prozess erzählt, hat Dorothea R. nie therapiert. Mein Mandant hat nie in Abrede gestellt, in dem Haus gewesen zu sein. Von daher ist es geradezu zwingend, dass von ihm DNA-Spuren gefunden werden. Auch an dem fraglichen Kabel? Da gibt es ein neues DNA-Gutachten, wonach mein Mandant nicht als Spurenleger ausgeschlossen ist. Es ist nicht nachgewiesen, dass er Spurenleger gewesen ist. Wir hatten zum Beispiel auch ein 7 Meter langes Telefonkabel, welches in der Wohnung lag, das als Strangulationswerkzeug gegebenenfalls benutzt wurde. Wir haben Einmachgläser untersucht, in denen offensichtlich Körner gelagert waren, die am Tatort verstreut waren. Das heißt also, der Täter musste diese Gläser angegriffen haben. Insbesondere der Handschuh, den das Opfer getragen hat und mit dem es sich gegen den Angreifer gewehrt haben muss, hat an allen Fingerkuppen die DNA von Jürgen B. Die Kammer ist jedoch der Ansicht, dass die DNA-Spuren in ihrer Gesamtheit und unter Berücksichtigung des sonstigen Spurenbildes nur den Schluss auf die Tatrelevanz zulassen. Dies gilt vor allem für den mit Blutanhaftungen versehenen Handschuh der Geschädigten.
Und noch etwas spricht gegen den Angeklagten. Die Polizei findet in der Wohnung von Jürgen B. auffällig viele Notizen und Literatur zur DNA-Analyse. Und sie findet auch Notizen zu einem Fernsehbeitrag, in dem es um einen ähnlichen Mordfall ging, bei dem ebenfalls DNA-Spuren auf einem Handschuh gefunden wurden. Lebenslange Haft, so lautet das Urteil heute gegen einen 52-jährigen Mann, der des Mordes an einer Heilpraktikerin angeklagt war. Die Kammer hält es für erwiesen, dass der Angeklagte in der Silvesternacht die damals 38 Jahre alte in ihrer Wohnung heimtückisch tötete. Er ist im Wesentlichen aufgrund von DNA-Spuren überführt, die Tat begangen zu haben. Am 21. Juni 2007 fällt hier in diesem Raum das Urteil. Mord aus Heimtücke. Aber was wir hatten, war ja eindeutig eine Tötung und danach ein längeres Beschäftigen mit der Leiche. Und dann sprechen wir von einem sexuell motivierten Tötungsdelikt. Die Motivation sadistisch. Der Verteidiger von Jürgen B. geht in Revision, doch die wird ein Jahr später, 2008, vom Bundesgerichtshof abgelehnt. 3 Jahre später stirbt Jürgen B. an einem Herzinfarkt im Gefängnis. Ohne die Wissenschaft wäre der Mörder von Dorothea R. wahrscheinlich nie gefasst worden und hätte dieses Dorf auch nicht aufatmen können. In diesem Fall hat die Wissenschaft dazu geführt, dass ein Schuldiger ins Gefängnis musste. In einem anderen Fall hat die DNA-Analyse dazu geführt, dass ein Unschuldiger aus dem Gefängnis raus konnte. 8,5 Jahre saß Richard S. im Gefängnis für einen Mord, den er nicht begangen hat. Über diesen Justizskandal hat Alina schon mal berichtet. Schaut euch den Fall an und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren.